Jetzt knallen die Vollidioten ab. So, das können wir aber auf mir. Knallen die nämlich meine Echsen ab. Das ist meine Treffer. Meine Punkte. So, und jetzt. Ach, die schnelle Freund macht, steht aber nicht in die Hütte. Die gehen nur nicht auf die Hütte. Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Dieses Vieh macht keine Probleme. Die verdammten Biester lernen es wohl nie. Das ist die einzige Sprache, die die Viecher verstehen. Fast alle gekillt. Die Biester müssen sterben. Fast alle. Fast, weil da hinten auch noch quer von den Viechern. Kannst du selber jetzt. Kannst du ja die. Das ist ein Baby. Da war ja noch eins. Ne, das kommt eine später. So. Viel gibt es noch nicht zu holen. Eine Steinplatte hier hinten. Und noch ein Echsenkram. dasselbe, außer Steinplatte. Ich war nämlich gerade schon mal hier. So, den kriegen wir nicht auf, den Durchgang. Das muss man nehmen, doch nicht mehr schicken. Das will ich doch nicht nehmen. Das, ein bisschen Beschwerde dazu. Okay. So. War ich nicht gerade hier von oben rechts den Druiden-Schierling holen? Weil ich die vergesse ich irgendwie nie und will wieder zurück und stürzt auch glatt hier rein. Ich kann es gar nicht fassen. Und das war auch das Arschloch hier, da kommt man dann auch noch, währenddem ich da unten in dieser Lava gegrillt werde, sagt dieses Arschloch noch, ach, das passiert im Testen. Ich hätte, aber da war es zu spät, ich konnte. Hey, was machst du hier? Keine Alleingänge. Befehl vom Inquisitor. Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Ach, gute. Ich bin schon von der Arbeit ab. Zacka. Komm. So, machen wir mal. Was da hinten ist. Ach ja, ich glaube, ich weiß es schon. Wir sind jetzt hier tief in der tiefsten Dingsfestung drin, ne? In der tiefsten Echsenfestung. Und dann steht da auf immer einer. Der Hammer. Ja. Rede ich gleich mit dem? Ja, ich rede gleich mit dem. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Woher bekomme ich eine Karte?
Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgens. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg, den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Ja, ist ja verrückt, ne? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Genau. So, er sagt, wir sollen den Weg hier hinten runter gehen mit den großen Pilzen. Tun wir natürlich nicht. Wir gehen natürlich den Weg runter, weil wir sind ja nicht hier zum Weglaufen, wir sind ja hier zum Kämpfen. So, und unten gibt es genug zum Kämpfen. Okay, ich werde mich da erstmal ein bisschen drauf vorbereiten, weil die Jungs sind nicht von schlechten Eltern. Nicht, dass sie gut kämpfen können, aber das sind sehr viele, gell? So, hier ist dann noch ein. So. Und da speichere ich auch. Und halt auch mal das Video an. So. Los geht's gleich mit dem Gepower. Das Ganze nochmal gleich hier im Horten angerammelt, dieses Viecher. Was war hier? Noch eine Verkackeierung. Schöne Steinplatte oder so drin. Hier. War nichts drin. Knoch. Verdrückeln. Hey. Okay. Ah, hier. Nee. Ah, hier. Und hier. Genau, ich wusste es doch. Ich muss mir noch eine Zigarette ausmachen. Sonst verbrenne ich mir bei der Ballerei die Pfoten. So. Ach, das ist Zeit, ich nehme die noch mal aus hier. So, jetzt geht's los. Ja, das sollte man schon bei der Rumballerei auf Stufe 10 sein, wenn man den falschen Weg runter geht. Ja, also das waren ja wirklich jetzt einige. So, klein wieder laden hier. Ja, ich habe noch einen Hieb. Speichern. So, und jetzt plündern wir die erste Mal die Jungs. Fehlen, wenn die Leichen, die wir geplündert haben, nicht mehr anwählbar sind. Ich finde das absolut geil. Das kann ich bei vielen Spielen dann nicht leiden, dass man, ja gerade wenn sie es übereinander liegen hier, ja, dass man dann, damit man ein Bein sucht oder dass auch irgendwo ein Finger rausguckt oder so ein Käse, nur damit man die Leichen noch plündern kann. Ich wollte nochmal anmachen, wenn man ein Schwert vergessen hat. Wir haben eigentlich jetzt schon Schwerter in denen. 68. Ja, kommt noch ein paar dazu. So. Flak an. Gucken. Und ich habe nicht alle. Ja. Scheiß Dach gehabt, Priester. Ja. Ach, da hat bestimmt wieder so ein. Nee, haben wir nicht. Skelett beschwören. Ja, es ist ganz... Futter kann man kochen, das glaubt ja wohl nicht. Da hat bestimmt so ein... Grund. Dings dabei, wollte ich gerade sagen. So ein... Teleportstein oder so ein Ordnung. Ich brauche einen Dietrich. Nee, das geht nicht durch. So, ja.
irgendwo Kunst hier was. Richtig laut. Und unangenehm. Was ist das? Was? Ach, davor ist das hier. Und der hier. Und. Oh, na gut, ich komm dann hier raus. Kommt rein. Uhu, ihr seid hier. Irgendwie scheinen diese blöd zu sein, Boris. Ah, das sind wir. Hallo Freunde, willkommen zur Party. Noch einer was fahren? Ne? Hm, weiß ich. Wenn ich mehr da hat. So, war es da oben, da hätte war es fertig, gell? Ja, Truhe. So, Echsenpriester gekillt. Ich habe ja immer noch irgendwo den Grunzen von den Mistpriestern. Ach, ich habe noch gerade ein Visier gehabt. Hallo, das ist die Babi. Ha, noch eher noch. Ja, gut, ja. Ja, ich darf analysieren. Ja. Ach, du hast gedacht, du darfst ganz hochkommen? Nein, ich nicht. Na, komm, ich habe kein Schwert. So. Haben wir alles? Hallo. Mach das hier an. Gucken wir mal hier die rein, was da schön ist. Ich brauche einen Dietrich. Nein, den brauchst du nicht. Hab ich schon mal auf mal gebraucht, die Träme. So, gut, das. Starke magische Heilung. Mhm. Ja, aber so nah lassen wir sie ja meistens gar nicht an uns rankommen, dass wir eine starke magische Heilung brauchen. So, jetzt geht's. Ich höre hier noch was grunzen irgendwie. Ach, da oben. Genau. Gut. Da lässt es sich weg. Ich gehe erstmal hier runter, bis hier unten ist. Da ist kein blassen Schimmer. Runter. Runter. Noch jemand damit ins Spiel möchte? Oh, da müssen wir wieder hier ein bisschen Leitung nachschieben. Okay. Hm. Manchmal ist der Tod ganz schnell da. Machen wir speichern mal lieber mal. Ach ne, das war wieder ein bisschen Pfeife, wenn wir jetzt die Steinplatte. Okay. Jetzt mal wieder hoch und naschen. Muss gerade immer da haben. Drei. Der Text handelt von magischen. Und hier steht etwas über Magie. Und da macht. Also ich mache solche Geräusche, nur wenn mir was richtig gut geschmeckt hat. Hat er da reingebissen oder was? Ja. Hat er da reingebissen in die Steinplatte oder was? Die ist aber lecker. So. Moment, gucken wir hier unten drin, wer hier wohnt. Daher als die Kinder wohnt hier. Sollte vielleicht normalerweise rauskommen. Oh, wir haben ihn schon vorher geputzt. Jetzt möchte ich mal einen Allgemeiner mal machen. Jetzt war denke ich hier oben. Oh, hier oben schon. Nö. War auch noch nicht. War noch nicht stellen. Ach, da ist noch mal eine Brunne, ha? Ja, was ist doch denn für das Aspekt? Finde ich dich nicht, oder was? Ah, ist nicht, Digga. Ha! Aber gründen noch eine Aschebestie. Könnten wir also...